MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Peace, Leute. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Weiter geht es hier mit Let's Play Dishonored. Ich habe die Zwischensequenz hier rausgeschnitten, wo der da hier antrötet. Wir gucken jetzt nochmal genau nach. In der Zeit esse ich ein Stück Schokolade. Wir gehen davon aus, dass Emily im Leuchtturm ist. Müssen aber dennoch in die Festung. Richtig? Genau. Wir können noch den Blutdurst leveln. Oder es lassen. Dann lassen wir es. Eine Rune in 164 später. Na, okay. Gehen wir die Sachen mal an. Diesmal ein bisschen anders. Da vorne ist so ein scheiß Tower und da oben ist eine Wache. Habe ich denn? Nein, habe ich nicht. Keinerlei Betäubungsbolzen mehr. Huch! Gleich nochmal ins Wasser fallen, ne? Kriegen Rappel. Das war Wache Nummer 1. So, ich nehme mir nochmal ein Stück Schokolade. Jetzt werde ich ganz kurz speichern. Zwei Wachen da oben. Aber warum? Wenn ich bei Pendleton wäre, würde ich über die Klippen fliehen. Wir können hier das Gebiet kaum bewachen. Diese Felsen sind so rutschig wie gehackte Aale. Wenn er nicht so geschickt wie eine Katze ist, bleibt er besser, wo er ist. Ganz genau. Es tut mir leid, Leute, aber die haben mir alle nichts getan, ja? Aber ich muss einfach weiter. Was haben wir denn da? Na, wer sagt's denn? Es gibt immer zwei Wege, die nach Rom führen. Wunderbar. Hier speichere ich aber nochmal ganz kurz. So. Haben wir es nicht mehr so weit. Ist das alles, was Sie tun können? Sie enttäuschen mich mal. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Nämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Machen Sie Blindschleiche, jetzt zielen Sie doch mal. Nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Ganz halt gerade am Überlegen. Und esse gleichzeitig Schokolade natürlich. Ob wir einen von den beiden eliminieren?
Ich habe Martin gerettet. War eigentlich nicht wirklich dankbar dafür, meiner Meinung nach. Wohin willst du? Willst nicht zu mir. Nein, 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 tatsächlich ist die Rune. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten schon gewonnen. Mylord hatte recht, sich das Mädchen zu schnappen. Der Admiral war nur schneller. Seine Lordschaft hat den Karren ziemlich in den Dreck gefahren. Das kannst du laut sagen. Havelock ist oben auf, Martin am Tor und wir in der Mitte. Und unser Lord verwundet. Maul halten, alle beide. Wir sind Pendletons Männer. Ob leben oder sterben, dem bleiben wir treu. Muss ja nicht Gott und die Welt umbringen, oder? Ich hoffe, du kannst schwimmen. Oh, Entschuldigung. Fuck. Du wirst den Fluss. Ich wollte nicht, aber. Was soll ich denn machen? Immer wieder dasselbe, immer wenn ich mal. Nichts Böses im Sinn habe, ja? Kommt mir irgendwas in die Quere. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Ich sterbe, Red. Dieser Bastard hat mich erwischt. Ich hätte seine töten lassen sollen, als ich die Chance hatte. Sagen Sie sowas nicht, mein Herr. Erst meine Brüder, dann ich. Ist meine eigene Schuld. Und nun wird meine Cousine Celia alles erben. Das ist das Schlimmste. Sie waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen. Aber ehrbar. Ja, mein Herr. Tut mir leid, mein Herr. Ich werde ihn nicht töten. Aus ein paar Gründen. Er hat uns nichts getan, wisst ihr? Übrigens, das war jetzt gerade die letzte Schokolade. Ich werde dich finden. Ich weiß, dass du hier bist. Ich will ungern töten. Aber das war's mit dir. Ich hol Emily da raus. So oder so. Fuck, Leuchtturmschlüssel benötigt. Wollen wir den?
hoch müssen wir ja irgendwie kommen. Ab zum Leuchtturm. Rette Emily. Das ist unser einziges Ziel, was wir momentan haben. Emily zu retten. Kein anderes. Kein anderes Ziel, außer Emily zu retten. Dafür habe ich Pendleton am Leben lassen. Er hat einfach nichts mit der ganzen Situation zu tun. Nichts. Also er hat schon was damit zu tun, aber... Oh, Moment. Bevor ich das jetzt mache, was ich vorhabe. Ich habe ihn nämlich vor zu erstechen. Obwohl, er kann auch nichts dafür. Och, Mann. Egal. Wir sind brutal. Wir müssen brutal machen. Ist aber nicht schön, was du da tust. Was wir noch nie ausprobiert haben, ist Folgendes. Aua. Okay, war eine scheiß Idee. Spieladen. Ja. Ist ja gut. Hab's ja bemerkt. Huch! Nein, ist der falsche. Spieladen. Das da. Ja. Hans Pitzpap? Nein! Wo ist mein Speicherstand? Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels. Muss er das sein? Ja. Es tut mir aufrichtig leid, Sir, aber gehen Sie schwimmen. Es tut gut. Boah, ist das tief. Und? Yeah. Boah, er fällt einfach in den Stein. Genau. Fein out. Sehr gut. Ja. Zieht auf die Beine. Ja. 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 Tschüss. Tschüss. Reicht mir langsam. Wow. Krasser Leuchtturm. Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Okay, Blut. Hier ist auch noch überall Blut. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht. Wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat, es wird kompliziert. Wenn man erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die die am meisten zu verlieren haben. Kleiner Wichser! Zu sein. In einer Minute wird das hier nur ein weiteres blutiges Chaos sein, das Sie zurücklassen. Wollen Sie Ihre Ehre wiederherstellen? Eine Dame in Not retten? Halt, stopp! Neuer Spielstand, ganz wichtig. Oh nein, Corvo! Ha! Wir haben es geschafft! Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Danke.
Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Richtig. Mission fortsetzen. Das Ende. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Ja, ich glaube, das war's mit Let's Play Dishonored. Das war der letzte Part anscheinend. Und wir sehen hier nochmal beeindruckende Bilder. Da ist unser alter Freund, er scheint in die Wellen gefahren zu sein, um sein Schicksal zu sehen und wurde da wahrscheinlich sterben. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Unser Grab. Sie ist sehr alt. Ein sehr, sehr, sehr geiles Game auf jeden Fall. Schreibt mir in die Comments, was ihr von diesem Let's Play haltet. Beziehungsweise gehabt, haltet. Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke fürs Zusehen und hoffe, dass ihr genauso spannend zugeschaut habt. Ich muss das wegdrücken leider, wegen Content. Nicht, dass die Musik irgendwie Gamer geschützt ist. Gut, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute. Nein, Quatsch, es gibt keine nächste Folge. Das war Ende. Schade eigentlich. Gut, Platz für ein neues Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.